Freitag vor einer Woche war es soweit. Der SV Darmstadt 98 ist wieder in der Bundesliga. Und das wird heute hier in Darmstadt nochmal gebührend gefeiert. Und damit herzlich willkommen Ihnen zu Hause an den Bildschirm oder wo auch immer Sie uns schauen im Stream zu unserer Sendung Heimspiel Extra direkt vom Karolinenplatz hier in Darmstadt, der schon mit 12.000, 13.000 Menschen gefüllt ist. Um 10 Uhr heute Morgen waren die ersten Personen hier schon da, um sich in der ersten Reihe platzieren zu können und der Mannschaft so nah wie möglich zu sein und mit ihr zu feiern. Die Mannschaft ist auch schon da, aber noch nicht auf der Bühne. Das werden wir alles hier live erleben. Und wir schalten auch noch zum Pfingst-3-Turnier nach Wiesbaden. Dort ist auch erstklassiger Sport heute geboten. Also eine bunte Sendung. Bis etwa 6:30 sind wir für Sie hier live dabei. Und wir wollen natürlich noch einmal Revue passieren lassen, was alles geschehen ist in den letzten Tagen und auch Monaten, wie die Saison verlaufen ist. Und ich freue mich sehr, dass wir hier an meiner Seite einen Mann haben, der sich mit Aufstiegsfeiern bestens auskennt. Denn 2015 hat er auch hier auf dieser Bühne gestanden. Toni Seiler, herzlich willkommen. Gute, hallo. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, auch in deiner schon sehr großen Fußballerfahrung, Gänsehaut pur wieder hier, oder? Ja, absolut. Also einfach für mich auch was Neues, jetzt das mal aus einer anderen Perspektive. Also die Perspektive ist dieselbe, aber in anderer Rolle jetzt zu sehen. Ja, ist verrückt. Wahnsinn, was hier los ist. Ja, und hier spielt gerade die Band Malat in the Tet. Das ist eine sehr bunte Formation aus Darmstadt, die sehr, sehr viele Lilien-Songs geschrieben hat. Unter anderem auch einen mit der Mannschaft im Studio aufgenommen hat. Das wird heute auch nochmal hier zur Aufführung kommen. Das schon mal als kleiner Spoiler für die heutige Sendung. Toni, lass uns ganz kurz mal den gestrigen Tag nochmal Revue passieren lassen, bevor du nach Darmstadt gekommen bist. 2013 hast du beim 1. FC Heidenheim gespielt und gestern dieses unglaubliche Herzschlagfinale in der 2. Liga. Welches Herz hat denn in deiner Brust geschlagen? Natürlich Darmstadt seit dem 12. Spieltag auf Platz 1, gestern dann von Heidenheim in der Nachspielzeit von diesem Platz verdrängt. Für wen hast du da noch ein bisschen mitgefiebert? Ja klar, für Heidenheim. Also da bei allen Ex-Vereinen liegt so ein bisschen das Herzblut drin. Darmstadt natürlich besonders logischerweise. Aber Darmstadt war eine Woche vorher durch. Und dann kam es irgendwie zwischen Heidenheim und dem HSV eben zu dem Showdown. Und ist verrückt, auch was die Tage oder der Tag davor passiert ist in der Bundesliga. 3. Liga ist einfach Wahnsinn. Wenn jetzt Wiesbaden noch aufsteigt, dann steigen alle drei Ex-Vereine auf. Alles verrückt. Aber also man muss es Heidenheim einfach gönnen. Weil mit dieser Moral in den letzten Sekunden im Prinzip das Ding da zu gewinnen, Wahnsinn. Ja, und Frank Schmidt, ich glaube, wenn es einen Trainer in Deutschland gibt, dem man das gönnen möchte, dann mit Sicherheit auch eben. Also ich glaube, da gibt es ja doch vielleicht zwei Meinungen, denn natürlich hätten die Darmstädter gestern auch gerne diese Vitrine mal mit einer kleinen Schale gefüllt, denn es steht noch nichts da drin in dieser Vitrine. Das hat auch der Präsident Rüdiger Fritsch gesagt, die ist noch sehr leer. Also den Zweitligatitel, den hätte man sich gerne geholt. Aber es ist, wie es ist. Heidenheim gönnten wir es natürlich auch ein Stück weit. Und ich glaube, trotzdem ist die Stimmung heute hier absolut losgelöst. Erinnerst du dich noch an die Aufstiegsfeier 2015? Ja, tatsächlich erinnere ich mich schon an die vielen Menschen. Ein Auge war schon ein bisschen zugeklappt, deswegen weiß ich natürlich nicht mehr alles. Wir schauen mal ein bisschen, das ist nach Abpfiff damals, nach dem 1:0 gegen St. Pauli. Dann seid ihr mir Autokurse durch Darmstadt, erzähl. Das ist ja das Schwierige, das so zu beschreiben. Also man kann es einfach nicht beschreiben. Das ist so ein Gefühl, was jetzt auch die Jungs die letzten Tage erlebt haben. Das kann man niemand erklären. Das muss man einfach einmal mitgemacht haben. Und wir hatten damals das Glück, die Jungs jetzt haben es sich absolut verdient, dass sie die Tage hier leben und die Wochen. Und zu dem Zeitpunkt war Ausnahmezustand und viel Alkohol, viel Freude. Du mit Eintracht Schule damals, ihr habt ein schönes Duo gebildet seinerzeit. Ja. Ist so eine Feier dann auch noch mal ein Stück weit notwendig, um alles sacken zu lassen? Oder ist das eh alles ein komplett durchgedrehter Film? Ich finde es extrem wichtig, weil man sieht hier, die ganzen Menschen haben sich jetzt hier versammelt. Das sind einfach so verschiedene Tage, die da ablaufen nach dem Spiel. Will man den Platzsturm haben, will man auf dem Platz feiern, dann werden die Jungs ja auch mal ein bisschen für sich sein, mit ihren Familien, mit ihren Freunden. Dann der kleine Ausflug nach Mallorca gehört natürlich traditionellerweise dazu. Das hat man jetzt so ein bisschen vorgezogen. Und ich finde, heute braucht man auch so ein Programm, wo man nochmal allen Fans eben Danke sagt und die Möglichkeit gibt, eben nochmal zusammenzukommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, solche Veranstaltungen. Lass uns ganz kurz über die Fans reden. Du hast ja auch einige Spiele in dieser Saison erlebt. Wie viel Anteil hat tatsächlich Darmstadt, die Stadt, die ja heute komplett im Blau-Weiß ist, auch an diesem Erfolg?
Ja, immer ihren Anteil. Also ich finde, man hat es diese Saison extrem gesehen. Es hat sich letztes Jahr angedeutet, wie die Mannschaft eben und die Fans zusammenwachsen und so eine richtige Einheit wird. Das Trainerteam, die Jungs haben die Fans auch immer mitgenommen und andersrum in schwierigen Situationen haben die Fans eben die Mannschaft dann mitgenommen. Und das ist auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg, warum er das dann dieses Jahr nach dem Nackenschlag letztes Jahr, das darf man nie vergessen, dann einfach perfekt gemacht hat. Und ab dem zweiten Spieltag ist einfach gelaufen. Wie durch Butter, ganz locker. In der Rückrunde ist man noch vielleicht zwei, dreimal ein bisschen gestolpert. Da hat man sich dann auch wieder rausgezogen. Das ist das ganz Wichtige, dass man eben die schlechten Phasen so kurz wie möglich hält. Und da ist eben, ja, ist die Mannschaft wichtig, das Trainerteam wichtig, die Stadt und eben die Fans haben ihren großen Anteil daran. Damals schon zu unserer Zeit war der Anteil der Fans eigentlich fast noch größer, weil wir nicht ganz so gut Fußball spielen konnten. Das hast du mit einem schönen Augenzwinkern versehen. Jetzt hast du verbal diese Saison schon geschildert, aber wir wollen sie auch noch mal visuell Revue passieren lassen. Nicolas Herold hat für uns die wichtigsten Punkte dieser Aufstiegssaison zusammengefasst. Was für eine Saison. Der SV Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga. Aufstieg. Oder besser? Aufstieg! Und mein Gott, war das verdient. Verdienter geht es kaum. Da darf die Bierdusche her. Schön. Seit dem 12. Spieltag ununterbrochen Spitzenreiter. Die beste Defensive. 14 Siege mit nur einem Tor Unterschied. Wie hier beim 2:1 in Hamburg. Am 5. Spieltag. Darmstädter Mentalitätsmonster, auch in Kaiserslautern. 8. Spieltag. Seidel ganz spät zum 3:3. Zwischendrin 21 Spiele ohne Niederlage. Es wird einfach weitergewonnen. Sandhausen lässt grüßen. Rückschläge gab's auch. Aber die Auswärtsniederlage in Bielefeld am 24. Spieltag ganz schnell abgehakt. Und dann der erste Matchball. St. Pauli, ganz großes Kino. Zu groß. 0:3 zu Hause am Böllenfalltor. Autsch. Zweiter Matchball. Auswärts in Hannover. Wieder nix. Und danach? Zweite Liga. Darmstadt ist dabei. Geht etwa das Zittern los? Nein. 1:0 gegen Magdeburg. Aufstieg. Willkommen zurück in der Bundesliga, liebe Lilien. Das habt ihr euch wirklich verdient. Ja, danke Lilienfamilie. Was für Gänsehautmomente. Wir haben ja gesehen, 3 Matchbälle gab es, der dritte hat dann gesessen. Hast du noch mal gezweifelt am Ende? Gezweifelt habe ich nie. Ich habe gehofft, dass sie den ersten Matchball verwandeln gegen St. Pauli. Weil mit jedem vergebenen Matchball wird es natürlich schwieriger. Und man hat auch in einem Heimspiel in Magdeburg gesehen, es war auch nicht einfach für die Jungs, die Situation. Und da bin ich froh, dass wir das 1:0 gemacht haben. Dann hat der Kopf nicht so eingesetzt. Und dann ging das Ding Gott sei Dank so über die Bühne. Ich glaube, wenn man jetzt am letzten Spieltag nochmal in Fürth hätte müssen gewinnen, wäre es schon auch nochmal schwierig geworden. Von dem her, alles gut so wie es ist, aber gezweifelt habe ich nie. Ja, Thorsten Lieberknecht hat auch gesagt, also Fürth, das hätte er, da hätte er keine Garantie für übernehmen wollen, was dann noch passiert. Ja. Also dieses 1:0 gegen Magdeburg war ja auch wieder so ein typisches Spiel von Darmstadt. Ne? Also mit einem Torunterschied nur, aber es hat halt auch auf diese Saison den passenden Deckel drauf gemacht, oder? Ja, der Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg dieses Jahr war klar die Defensive. Also es war letztes Jahr so ein bisschen das Problem. Man hat viele Tore gemacht, aber auch viele bekommen. Und so eben auch mal Spiele blöd verloren oder noch Punkte hergegeben. Dieses Jahr war der Schlüssel die Defensive. Man hat nicht ganz so viele Tore gebraucht, was immer extrem wichtig ist. Und die knappen Siege sind die schönsten. Das ist richtig. Auch das werden wir noch mal ausgiebig besprechen. Wir geben jetzt erstmal ab nach Wiesbaden zum Pfingstreiturnier. Wer aber hier bei den 98ern dabei sein möchte und bleiben möchte, der kann auf hessenschau.de in den Livestream schalten. Dort wird Florian Nass jetzt diese Bilder kommentieren. Und damit jetzt erstmal hier im Fernsehen rüber nach Wiesbaden zu Carsten Soßmeier. Ja, danke Markus. Dann übernehme ich gern mal. Die Stimmung ist total ausgelassen. Schon seit etwa 13.30 Uhr wurde der Karolinenplatz, auf dem wir uns ja befinden, immer voller. Es sollen über 10.000, 12.000, 13.000 Fans geschätzt hier auf dem Platz sein. Die Mannschaft wird demnächst kommen, hat sich schon eingetragen in das goldene Buch der Stadt Darmstadt. Stimmung ist super, das liegt auch an
den Jungs und Mädels vorne auf der Bühne. Malate de Tete. Die haben selten Auftritte eigentlich. Bei meiner Fest sind sie immer nicht dabei, aber sind auch Lilienfans durch und durch. Das gilt vor allem natürlich auch für ihren Liedsänger, für Nuki Des. Im Normalleben Profi-Fotograf und besonders gerne am Böllenfalltor. Ich lasse gerne die Musik gleich wieder frei stehen, nur damit Sie wissen, was Sie und euch alles so erwartet hier auf dem Karolinenplatz. Also bis 16:20 werden die jetzt noch auf der Bühne stehen. Dann ist Alberto Colucci angekündigt. Klar, er wird das Kultlied singen. Ist ja logisch. Und 16:30 ungefähr dann werden es Ansprachen geben. Rüdiger Fritsch, der Präsident, wird auf jeden Fall zu den Fans sprechen. Und er wird danach dann die Mannschaft hier auf die Bühne rufen. Es wird ausgelassen sein. Das wird super lustig, da bin ich mir sicher. Und es wird auch Verabschiedungen geben von den Spielern, die den Verein nach Ende dieser Saison verlassen werden. Wird natürlich das Wort Bundesliga das meist ausgesprochene heute sein. Am 19. August 2023 geht die Saison los. Eröffnungsspiel am 18. August, das werden die Lilien sicher nicht bestreiten. Aber 19. oder 20. August sind sie dran. Und dann gibt es zum 12. Mal zwei hessische Bundesligisten ganz oben in der ersten Etage. Ja, 7-mal die Offenbacher Kickers gemeinsam mit der Eintracht. Und jetzt zum 5. Mal dann der SV Darmstadt 98, weil einmal hat er ja die Klasse damals halten können nach der Saison 2015-2016. Das ist die große Hoffnung, auch für die kommende Spielzeit. Das ist die nächste Hoffnung, der Klassenerhalt nach diesem großartigen Aufstieg. Ah, gut. Das ist der Sound des Böllenfalltors. Für alle Hessen, die da noch nicht waren, sollten sie nicht verpassen. Die Stimmung ist ganz besonders hier in Darmstadt. Nicht nur heute auf dem Karolinenplatz, sondern auch im neuen Stadion. Das kann man ja schon so sagen, nach diesem Umbau.
Dahin ist er. Dreht euch alle mal um. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn dahin? Der lange Louis. Der ist ja ganz schön hoch. Topspiel gegen den VfB Stuttgart. Übrigens auch cool, dass das ein oder alte, andere alte Trikot noch aufgetragen wird aus vergangenen Erstliga-Zeiten und Zweitliga-Zeiten von Dugena und so weiter und so fort. Und ja, eingangs ging es natürlich um den langen Louis, um das Ludwigsmonument oder auch den langen Ludwig, eines der Denkmäler, das Monumente hier in Darmstadt. Ja, Sonnenhut kann nicht schaden und ein bisschen was zu trinken auch. Es ist richtig warm, knapp 30 Grad hier auf dem Karolinenplatz in Darmstadt. Für die Fans hier heute eine anstrengende Kiste, Toni, oder? Ja, absolut. Also ich bin da auf kein Nein, ist ja da unten das Bundesland. Ich war gestern mit meiner Familie hier, da hat schon gebrannt, da dachte ich doch hoffentlich, ich spüle ein bisschen Wasser, sonst war es unangenehm. Ja, und
Ballade in der Tent spielen immer noch. Es wird auch hier auf der Bühne immer lauter und es wird vor allem auch immer voller. Denn die Mannschaft, aber auch natürlich der ganze Staff, das Präsidium sind mittlerweile alle hinter der Bühne angekommen. Sie waren ja zuerst heute gegen 14:30 im Darmstädter Rathaus und haben sich dort in das Goldene Buch eingetragen. Da sind wir, Thorsten Lieberknecht, der diese Unterschrift in dieses Buch setzen kann. Fabian Holland hat das schon dreimal gemacht, glaube ich. Auch bei der Zweitliga-Aufstiegsfeier durfte der, glaube ich, schon ins Goldene Buch, oder Toni? Ich glaube, damals war er noch nicht dabei, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Genau. Aber er trägt sich jetzt zum zweiten Mal für die Bundesliga ein. Was ist das nochmal für ein Moment, wenn das auch nochmal so dokumentiert wird? Ist das auch nochmal was, um das Ganze zu realisieren? Ja, ist schon eine große Ehre. Zu dem Zeitpunkt, wie vorhin schon angesprochen, da hat man halt schon ein paar PS drin. Da kann man es nur nicht so realisieren, aber hinterher, wenn da mal ein paar Tage vergehen, dann merkt man auch so in dem Verbund von allem, was man da erreicht hat. Und das wird den Jungs jetzt auch erst klar, wenn sie mal eine Woche im Urlaub sind. Die wird es dann geben, aber heute erst die große Aufstiegsfeier. Und hier oben ist es so laut, dass man uns glaubt, kaum versteht. Deswegen geben wir ab zu Florian Nass, der die doch sehr, sehr eindrucksvollen Bilder nochmal für Sie und uns kommentiert. Auf dem Karolinenplatz, Allez les Bleus, das ist einer der Kultsongs. Und wir werden gleich noch einen anderen hören, den jeder kennt, der die Lilien liebt und der schon jemals im Stadion am Böllenfalltor war. Es ist eine geniale Stimmung hier im Herzen von Darmstadt. 15.000 Menschen sind hier rundum und auf dem Platz versammelt. Ja, das ist ein Haufen Holz, weil, warum? Ganz klar, Darmstadt hat nur 160.000 Einwohner. Man muss das ja alles auch mal in Relation sehen. Eine junge Stadt, eine fußballbegeisterte Stadt. Und weil wir gerade eben das Goldene Buch gesehen haben, der letzte Sportler, der sich eingetragen hat, ist auch ein super Promi. Jean-Paul Dannenberg, der Hockeytorwart und unser Weltmeister aus Darmstadt, der war am 3. Februar da. Ja, man hat in die Tap, die sind oben auf der Bühne. Eine richtig rustikale, eingesessene Band, die viele Kultsongs geschrieben hat. Im Sinne des Fußballs und im Sinne der Lilien des SV Darmstadt 98, den man ja auch noch gratulieren darf. Nicht nur zum Aufstieg, sondern zum 125. Geburtstag. Okay, viel Spaß noch. Vielleicht sehen wir uns ja gleich noch mal. Mal gucken. Es soll musikalisch bleiben, denn, ich habe es ja gesagt, der nächste Kultsong wird gleich zur Aufführung kommen, wenn der Plan so geblieben ist. Der hat sich nämlich ein paar Mal so ein bisschen modifiziert, aber ansonsten ist jetzt gleich Alberto Colucci auf der Bühne und das Lied kennt nun wirklich, wirklich jeder, auch jeder Gastspieler, wenn er den Rasen des Böllenfalltors betritt, unmittelbar vor dem Anstoß. So geil von hier oben und es kocht richtig der Karolinenplatz. Ja, wir machen musikalisch jetzt natürlich gleich weiter, bevor es dann. Ja, gegen 16:30 dann das Präsidium. Und ich glaube, angeführt natürlich von Rüdiger Fritsch. Der wird ein paar Worte richten an die Fans. Und dann soll er anschließend die Mannschaft und den Staff, Trainer und so weiter und so fort oben auf diese Bühne bitten. Alberto Colucci! Jetzt kommt er! Der Mann, der 1974 mit einem Koffer und ein paar Lire nach Deutschland kam und der diesen Kultsong jetzt vortragen wird. Die Sonne scheint, ursprünglich mal 86 als deutscher WM-Song komponiert unter dem Titel Go, Go, Go to Mexico. Aber er hat sich nicht durchgesetzt, also hat er das Ding umgetextet für die Lieder. Ich bin hier, hier in Darmstadt, in das Herz von Darmstadt. Maestro, Musica! Ja, er nimmt erstmal ein bisschen Anlauf. Er hat ja auch nicht nur das eine Lied komponiert. Wir wollen alle Stadion gehen. Wir wollen tolle Spiele sehen. Oh. Oh. Dieser Tag ist dann da. Und der Moment, an dem du magst. Schalalala. Wir sind
Stimmung ist super. Für all diejenigen, die sich fragen, was ist denn jetzt mit dem Reiten? Das ist ja nun wirklich heute echt ein Kontrastprogramm. Gibt's auf hessenschau.de, da haben wir beide Streams nochmal separat angeboten. Also sowohl Reiten als auch dann den Eventstream hier aus Darmstadt von der Aufstiegsfeier der Lilien. Wer Reiten schauen will, kann er tun. Einfach reinklicken bei hessenschau.de. Und ich sag's Ihnen, das wird gleich noch viel besser. Sie feiern so zurecht diesen Aufstieg, der ja kein Aufstieg der Logik des Geldes war, sondern des Zusammenhalts, einer tollen Zusammensetzung der Mannschaft und natürlich auch eines Trainerteams, das wirklich wie die Faust draufgepasst hat. So, und jetzt scheint die Sonne hier in Darmstadt und wie. Oh!
Zeit. Super. Alberto Colucci, 1974, kam er nach Deutschland. Geboren ist er übrigens in Canosa di Puglia, das ist in der Provinz Bari. Und seine Eltern wollten alles, nur nicht, dass er Musiker wird. Er sollte eigentlich in der Landwirtschaft arbeiten. Er hat sich durchgesetzt, und das ist gut so. Und sein Lied ist wirklich der Kultsong am Böllenfalltor. Alberto! Und dieses Lied gibt es seit 1987, also das ist echt wirklich kultig, ne? Ah, die Fans rufen jetzt schon, wir wollen die Mannschaft sehen, und die steht, soweit ich weiß, auch schon parat hinter der Bühne. Aber erstmal kommt das Präsidium, und wie angekündigt will dann Rüdiger Fritsch, der Präsident, ein paar Worte richten. So ist es. Er kommt, so gehört sich das, mit Sonnenbrille. Naja, aber so richtig dunkle Gläser hat er nicht drin. Der Präsident von Darmstadt 98 mit seinen Präsidiumskollegen. Ah, Volker Haar ist auch mit dabei. Bei der letzten Feier, da blieb er nur noch mit der Unterhose stehen auf der Bühne. Ja, es ist natürlich auch das Verdienst des Präsidiums. Ist doch klar, die Rahmenbedingungen zu schaffen, diesen Umbau des Stadions zu forcieren gemeinsam mit der Stadt Darmstadt, das gehört ja alles dazu. Bundesliga-Fans des SV Darmstadt 98, wo seid ihr? Gute Bundesliga! Ja, das ist der Slogan. Gute mit, ich zähl mal nach. Bevor wir die Mannschaft gleich herholen. 8 U. Das sind die Hauptprotagonisten heute. Die haben uns eine sensationelle Saison geliefert. Eine sensationelle Saison. Aber ihr, liebe Fans, ihr habt die ganze Saison, vom ersten Spiel bis zum letzten, genauso gut performt wie die Mannschaft. Ein super Support. Vielen, vielen Dank dafür. Leute, wenn ihr mal zurückblickt auf diese vor ein paar Stunden erst zu Ende gegangene Saison. Wir haben mit Leidenschaft gekämpft. Wir haben einwandfreie, tolle, sensationelle Siege eingefahren. Wir haben aber auch verloren. Aber immer mit Anstand und Respekt. Und was wir nie gemacht haben, wir alle zusammen, wir haben nie aufgegeben. Und das Ziel ist Bundesliga! Darmstadt ist dabei, erste Liga, Darmstadt ist dabei, erste Liga, Darmstadt ist dabei, erste Liga, Darmstadt ist dabei. Ja, der ist nicht nur Präsident, der ist auch echt ein glühender Fan seiner Linie, das ist doch klar. So Leute, und gestern ist der Spieltag nicht so ganz gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Trainer hat gesagt, es ist die Kirche. Scheiß auf die Kirche. Wir haben die ganze Torte. Bundesliga. So kann man es natürlich auch sagen. Es ging natürlich um die abschließende 0:4 Klatsche. Denn das war sie. Ist ja gar keine Frage. Gestern Schalala. Bei Kräuter Fürth. Die Frau, die Sie sehen übrigens, ist Anne Bachmann. Zuständig im Präsidium für die Finanzen. Auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei. Ja, der Malles-Song, der wurde gestern schon angestimmt in Fürth. Scheiß drauf! Ja, wobei, das war schon eine historische Chance, Meister zu werden, die Schale mitzunehmen. Ja, naja, ja, Sie sind oben, klar, das ist die große Torte. Jetzt kommt die
Mannschaft. Das sind die wahren Helden und jetzt geht die Party hier auf dem Karolinenplatz vor 15.000 Menschen so richtig los. Mal sehen, was sie noch drauf haben. 3 Tage Mallorca haben sie in den Knochen. Sehr gut drauf, vorderste Reihe. Gestern schon sehr heiser bei den ersten Interviews nach dem Spiel. Ich bin gespannt, wie der nachher klingt. Marcel Schuhn gestern nicht gespielt, aber war absprachegemäß, dass Senior Brunz dann auch mal zwischen den Pfosten stehen kann. An dem lag es nicht, dass er 4 Bälle kassiert hat. Der hat echt ein paar gute Dinge noch gehalten. Danke, Fabian. Alles gut. Fabian Holland übrigens tatsächlich zum 2. Mal Aufsteiger in die Bundesliga mit den Lilien. Genauso wie Tobi Kemper. Tobi Kempe, rechts neben Alberto, das ist klar, der kennt diese Bühne natürlich perfekt. Das sind die beiden, die damals schon mit aufgestiegen waren, mit Dirk Schuster als Trainer. Und das ist quasi sein Nachfolger, Thorsten Lieberknecht, der 4. Trainer, der mit Darmstadt in die erste Liga aufsteigt, nach Lothar Buchmann, nach Werner Olk und eben Dirk Schuster. Für ihn ist es der 2. Bundesliga-Aufstieg. Vor 10 Jahren gelang ihm das mit Eintracht Braunschweig. Der den Job übernahm von Markus Anfang, der hier, das muss man sagen, schon ziemlich gescheitert war. Darmstadt ist speziell. Darmstadt braucht besondere Typen auf dem Feld, aber eben auch auf der Bank. Und der passt wirklich perfekt, Thorsten Lieberknecht. In der 2. Reihe, Carsten Wehlmann,
der auch einen großen, der Mann, der gerade den großen Schluck auf der großen Flasche nimmt, auch einen ganz großen Anteil hat, nämlich an der Zusammenstellung des Kaders, den Blick hat, wer passt fußballerisch zu uns, aber wer passt auch vom Charakter. Das ist ja das Entscheidende auch. Das Sammelsurium an Einzelspielern bringt noch lang keinen Erfolg. Es muss passen. Auch neben dem Platz in diese Stadt. Und das ist mit dieser Truppe gelungen, die ja natürlich tragisch gescheitert ist im vergangenen Jahr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange sie das Ding durchziehen. Hier auf der Bühne am Karolinenplatz in Darmstadt. Neben dem Haus der Geschichte, wo sie wirklich heute auch Geschichte schreiben. Und hinter uns das Hessische Landesmuseum, die Technische Uni. Also wir sind wirklich im Herzen von Darmstadt dort, wo gestern das Schlossgrabenfest zu Ende gegangen ist nach 4 Tagen. Und wenn Sie noch mehr wollen wie von mir hören, Sie können natürlich in Darmstadt, in La Piazza oder Little Italy, in Rheinstraße 32. Colucci hat das ganze Programm für Sie. Grazie, arrivederci, ciao, ciao. Danke. So, Alberto verabschiedet sich. Bin mal gespannt, wer jetzt mal von der Mannschaft oder Trainer vielleicht so ein bisschen das Mikro übernimmt und sich an die Fans richten wird, die natürlich auch ihren Anteil haben an diesem Erfolg. Die Kulisse ist toll. Sie ist anders. Solange du noch Stimme hast, Thorsten, aber hier heißer singst, heute das wird ein heißes Pflaster für die Gastvereine in der kommenden Saison. So, Thorsten Lieberknecht. Geile Saison nochmal. Ein großer Dank an die Mannschaft, an Thorsten Lieberknecht, aber wahrscheinlich auch von euch nochmal an diese geile Fanszene. War das eine Frage gerade eben? Sozusagen. Ja, also ich, mein Dank gilt erstmal meiner Mannschaft, weil die Überragendes geleistet hat. Mein Dank gilt. Mein Dank gilt meinem Trainerstab und meinem Staff, alle, die dazugehören, weil die auch mit Hervorragendes geleistet haben. Also auch denen ein riesen Dankeschön. Ja, zu diesem Trainerteam gehört übrigens auch der Torwarttrainer Dimo Wacher und der hat die ganze Reise mitgemacht. Aus der dritten Liga in die zweite Liga, in die erste Liga und jetzt nochmal diesen Aufstieg. So existiert, wie er existiert und zwar schon seit 125 Jahren. Wahnsinn. Ja, und mein Dank, muss ich jetzt schon mehr reden hier? Musst du nicht. Nee. Aber mein Dank, es gilt natürlich auch meiner Familie, weil die auch unglaublich leisten, damit ich so arbeiten kann, wie ich arbeiten darf. Meine Frau, meine Kinder, wirklich. Ja, der Dank an der Familie darf nicht fehlen, denn der Aufwand, klar, die werden gut bezahlt, darum geht es ja nicht. Und jetzt aber der Aufwand eines solchen Trainers, egal ob beim Fußball, beim Handball, beim Basketball, ist schon enorm. Wartet. Normalerweise kommt die Familie immer als erstes, aber der letzte Dank, den habe ich mir aufgehoben, gilt denen, die uns viele Emotionen schenken, denen wir viele Emotionen eben halt auch zurückgeben wollen. Ich glaube, die Mannschaft hat es geschafft, eine Identifikation zu schaffen mit denen, die das wichtigste Sprachrohr eines Vereins sind. Und das sind die, die hier unten alle in Blau-Weiß stehen, die Fans von Darmstadt 98. Hat ein feines Gespür. Und ich glaube, das ist der Dank, der zurückkommt für euch. Und liebe Lille-Fans, ich schnappe mir hier direkt mal den Nächsten. Der sieht hier aus. Was für ein großer Torwart. Wie gut tut das? Ja, die fangen gerade erst an. Kommt links an. Ich glaube, die singen, du bist eine geile Sau.
Wahnsinn, was der für einen Auftritt hatte, Marcel Schuhn im Spiel gegen Magdeburg. Das war überragend, was er da hielt. Schuhn, wie geht's? Wie war euer Tag? Heute? Oder? Heute? Heute war es wunderbar, die ganze Woche war wunderbar. Letztes Wochenende war auch wunderbar. Und das Schöne daran ist, das lassen wir uns von niemandem vermiesen. Was scheiße auf, Maris, ich glaube, erzähl, da werden noch viele drüber diskutieren oder drüber diskutiert haben. Kann man das machen, nach dem 33. Spieltag nach Malle fliegen und sich da mal 3 Tage also den Kopf richtig volllöten? Es ging bei Greuther Fürth im Sinne der Sportlichkeit um nichts mehr. Die Greuther waren gerettet. Klar, man kann drüber diskutieren. Hey, was soll's, wir haben da das Foto. Der Trainer wurde übrigens immer auf dem Laufenden gehalten, der war nicht mit dabei. Also, das war eines der Fotos, das dann auch an den Trainer ging zu Hause. Die mir als Linienspieler niemand mehr nehmen kann und die mich bis zum Schluss mit diesem Verein verbinden werden. Ich liebe euch. Ah, was für Worte. Was für Worte. Er reiht sich ein in die Aufstiegstorhüter. Und ich glaube, da hast du, Martinia, da hast du für deine Mannschaft Zimmermann, der in der dritten Liga mit dabei war, heutige Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt. Aus dem Herzen. Vielleicht du als letztes noch. Guck mal, jetzt hat er uns so nette Worte gesagt. Er war derjenige, der gegen Magdeburg mit 2 Riesendingern uns nochmal sowas von den Arsch gerettet hat. Ja, ich habe schon erwähnt, seine Leistung im Spiel, das den Aufstieg realisierte gegen Magdeburg, war wirklich fantastisch. Und nochmal der Hinweis an Sie, wenn Sie Lust auf das Reitturnier haben und sagen, boah, es war super hier blau-weiß, aber die Pferdchen im Biebricher Schlosspark interessieren mich auch. Wir haben getrennte Livestreams heute von diesen beiden besonderen Events. Es soll auf jeden Fall noch Verabschiedungen geben von den Spielern, deren Verträge auslaufen und nicht verlängert werden. Beziehungsweise bei einem steht auch schon fest, wohin die Reise geht. War ja noch bis heute Vormittag eher offen. Patrick Pfeiffer wird sich verabschieden in Richtung des FC Augsburg. Markus Warming, der Däne, Keenan Bennett, Yassin Benballa, Steve Kroll und Philipp Sonn, das sind diejenigen, die man verabschieden wird. Nicht verabschieden wird man heute Matthias Honsa. Das ist Tobi Kemp. 2015 schoss er die Linie nach oben mit seinem legendären Freistoß gegen den FC St. Pauli. Unfassbare Leistung. Ja, komm. Tobi Kemp, Fußballgott. 3 Tore in dieser Saison geschossen, dazu 1 im Pokal, darf man nicht vergessen. Haben die Lilien auch gut performt, die dritte Runde, sprich das Achtelfinale, erreicht und sich da super geschlagen beim 2-4 bei der Eintracht. Und jetzt mit dieser Mannschaft, ja, sag mal, was abging die ganzen Tage und was du hier heute erlebst. Ich bin unglaublich stolz auf diesen Verein, auf diese Fans, auf diese Stadt. Auf alles, was wir dieses Jahr geleistet haben, mit euch zusammen, mit der Mannschaft, mit dem Staff, mit allen, die dazugehören. Ihr in der Stadt hat uns immer unterstützt, ihr wart immer für uns da, die ganze Saison lang. Und dank euch stehen wir jetzt heute hier auf dieser Bühne und können mit euch feiern. Und ich wünsche euch, dass sich jeder eine Linie tätowiert.
Ja, da ist er ja das ideale Vorbild, Tobi Kempe. Alle rein, heute als Botschafter. Der Tattoos. Ja, ich gebe mal runter zu Nico Herold. Der steht mittendrin in den Fans. Nico, wen hast du? Ja, ich habe Leon bei mir. Da ist es mit dem Tattoo. Wahrscheinlich ein wenig zu früh. Aber Leon, was sagst du zu dieser Saison, zu diesem Aufstieg? Ja, also ich finde es einfach, ich habe dafür eigentlich keine Worte. Wir haben einfach einen kleinen Mund. Krass. Einfach unsere die Spieler Team, so zu sehen, wie sie hier sind, die ganzen Fans, ob wir vielleicht alles einfach geil. Was zusammen singen können. Hast du ein Highlight von dieser Saison oder war die ganze Saison ein Highlight? Eigentlich war die ganze Saison ein Highlight. Wir sind mit einem, ich glaube, es war 2-0 gegen Regensburg, haben wir verloren. Aber wir haben das relativ gut gemacht dann gegen Sandhausen. Haben wir uns wieder in die Saison gekämpft und haben dann gegen unsere Saison quasi los. Das würde ich so unterschreiben. Du sicher auch, Flo, oder? Absolut. Da hat Leon absolut recht. 2-0, ja, muss ja auch sagen, gegen einen späteren Absteiger Regensburg. Und dazu natürlich noch, ja, dieses komische Gefühl aus dem Ende der letzten Saison. Wie wird das werden? Und dann verlieren sie 21 Mal nicht. Erst wieder in Heidenheim. Und wir wissen, wie gut die sind und gewesen sind als Meister dann später. Absolut, das war schon eine Wahnsinnsserie. Diese Hymne des Fußballs darf nicht fehlen. Des Fußballs, You'll Never Walk Alone, seit den 60er Jahren. Die Stadionhymne des FC Liverpool und ursprünglich ja mal das Finale eines Broadway-Musicals aus dem Jahr 1945. So lange gibt es dieses Lied schon. Marcel Schuhn ist unstoppable heute. Jetzt neidisch schauen die Fans vom HSV, aber auch von anderen Traditionsvereinen hier in Hessen. Das muss man ja auch mal sagen. Was die Darmstädter geschafft haben, sich zu etablieren im Erst- und Zweitliga-Fußball, ist schon Wahnsinn. Und dann sieht man einen anderen Traditionsverein wie die Offenbacher Kickers, die da festhängen wie festgeklebt in der vierten Liga. Das hat nichts mit Helme zu tun, sondern es wäre natürlich toll, wenn alle da oben wären. Und deshalb hat Darmstadt Vorbildcharakter, was sie da vollbracht haben in den letzten Jahren. 17:20 übrigens
ist ja hier das Ende so geplant. Wir machen dann wieder Pfingstreiten auch im HR-Fernsehen. Gibt schon Fragen von Ihnen, aber wie gesagt, es gibt eben auch den Livestream. Wir haben das komplette Angebot für Sie von beiden Seiten hier bei dieser Aufstiegsfeier des SV Darmstadt 98 und auch vom Pfingstreiturnier. Aber bei der Entscheidung sind wir dann auch live im HR-Fernsehen wieder zurück im Schlosspark in Biebrich. Worte, die das beschreiben, außer geil, geil, geil. Boah, der Kapitän, schwierig. Fabian. Erstmal danke für den Moment gerade an dich. Dass mir da nichts passiert ist gerade, dank dir. Ansonsten glaube ich, ist für mich in der jetzigen Situation, glaube ich, mit den Tagen, die zuletzt passiert sind, wie, die auch sehr hart waren für uns, auch in Mallorca, glaube ich, mit das Schlimmste. Jetzt hier eine vernünftige Rede zu halten. Also, jeder hat Verständnis. Vielen Dank dafür, dass du mich hier nach vorne holst. Das war mir klar, dass das Lied heute mehrfach gespielt wird, nach dem Trip nach Mallorca, das war zu ahnen. Und ich erinnere mich an Fabian Hollers erstes Interview. Ah, ich lasse ihn erst mal auf sich. Ja, er hat gesagt damals, er war der erste Spieler, der unten im Spielertunnel stand. Ich glaube, nee, nach Tobi Kempe, ist aber auch egal. Und er hat gesagt, jetzt habe ich Verantwortung. Ich als Kapitän, ich muss ja auch drauf aufpassen auf meine Jungs, dass sie sich nicht den Kopf total voll hauen und die Leute nicht mehr stehen können nach einer Stunde. Das ist seine persönliche Verantwortung gewesen nach dem Aufstieg. Fabian Holland. Diese blau-weiße Masse hier am Karolilienplatz. Und Karolilienplatz, klar, Logo, ja. Zu verbinden mit dieser Saison, die ihr gespielt habt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das einfach Revue passieren lässt? Was passiert ist? Ja, es ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, manche erleben das einfach nie in ihrer Fußballkarriere. Ich darf es jetzt zum zweiten Mal erleben und keine Ahnung. Ich blicke hier in die Gesichter und es macht einen unglaublich stolz, einfach auf diesen Verein, auf diese Stadt. Und wie gesagt, einfach das zu erleben. Ich glaube, man will alles aufsaugen, man schafft es gar nicht irgendwie, aber ich probiere alles irgendwie aufzusaugen, im Herzen zu tragen und einfach danke für alles, danke an euch, danke an die Mannschaft, danke an den Verein, danke, danke, danke. Fabian Holland, der Kapitän der Lilien, die Bilanz übrigens zu Hause, 11-5-1, 11 Siege, 5 Unentschieden, nur eine Niederlage, die gegen St. Pauli, zwei so, Siege ja, mit 4-0 gegen Hansa Rostock und in Sandhausen. Mit der Mannschaft feiern lassen. So, Markus, du hast den Präsidenten und das ist ein nasser Sack. Ja, wir können es noch nicht sehen, weil die Kamera hier auch relativ nass geworden ist und erstmal das Objektiv wieder ein bisschen gerichtet werden muss. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier ungewollt in die Luft hoch und runter gesprungen werden, denn diese Bühne vibriert. Rüdiger Fritsche, Präsident, ist bei mir und wirklich wie ein begossener Pudel, aber hier heute eben nicht im negativen Sinne. Ich habe sie selten so emotional und so als Anpeitscher erlebt wie heute. Da ist auch viel aus ihnen rausgebrochen heute, oder? Ja, weil man als SV Darmstadt 98 auch nicht jedes Jahr aufsteigt und auch letztlich so eine souveräne und stabile Saison spielt, dann fällt dann schon relativ viel von einem ab. Wobei sie ja immer sehr nüchtern gewirkt haben, auch in dieser Endphase, wo es dann eben nicht sofort geklappt hat. War da auch ein bisschen Schauspielerei dabei? Nein. Sie kennen doch den Spruch, harte Schale, weicher Kern. So, und jetzt ist die Schale mal... Nein, es ist... wir müssen ja so ein bisschen immer in dem ganz emotionalen Fußballgeschäft, wenn man da auch noch emotional reagiert, dann ist emotional und emotional gibt Minus, Minus gibt Plus eigentlich. Aber ich wollte was anderes sagen. Also, alle Leute wissen, was ich meine. Es gibt zu viel Minus dann einfach. Deswegen muss man, glaube ich, auch in der Führungsetage immer mal wieder ein bisschen auf die Bremse treten und vielleicht ein paar Emotionen rausnehmen. Das ist ja ein bisschen unser Job. Aber heute gibt es keinen Grund, Emotionen rauszunehmen. Heute sind wir mal so, wie wir sind. Das sieht man, das ist auch wirklich sehr authentisch, da freuen wir uns auch. Und ja, sagen Sie es nochmal hier unseren Zuschauern, wie fühlt sich das an? Diese Menschenmassen im Stadion hat man das ja auch, aber hier ist glaube ich nochmal was. Oh, jetzt hat er gerade gesehen, wie seine Frisur aussieht. Ja, vielleicht müssen wir mit der Maske nochmal sprechen, die sollen nochmal herkommen. Nein, ganz im Ernst, so ein Moment, das saugt man natürlich auch auf, aber es zeigt auch, wie wichtig dieser Verein für die Stadt ist. Nein, also wenn man das jetzt heute sieht, ja,
keine Ahnung, es geht zwischen 15.000 und 20.000 wird kolportiert. Das sind knapp 20.000, es geht ja bis nach Griesheim hinten. Also das ist ja Wahnsinn. Und das nach angeblich gestern irgendwie einem vermeintlichen schlechten Spieltag kommen die Leute und die Leute kapieren in Darmstadt, was in Darmstadt Sache ist. Und die paar, die nicht kapieren, was diese Saison hier in Darmstadt geleistet wurde und das am letzten Spieltag festmachen wollen, weiß ich nicht. Mit denen kann ich auch nichts anfangen. Wir lassen uns unsere Feierlaune nicht verderben. Ich habe es gerade schon mal gesagt, der Trainer hat immer von Kirche gesprochen. Wir hätten uns gestern die Kirche auf der Torte holen können. Und ich glaube, wir haben uns insgesamt über die ganze Saison, Kirche, scheißegal, wir haben uns gestern die Torte geholt und die Torte ist die Bundesliga. Und das ist für Darmstadt, glaube ich, einfach großartig. Und die wird dann jetzt in 34 Stücken gegessen nächste Saison. So sieht's aus. Und ein Stück besser als das andere. Wir freuen uns drauf und vielleicht stehen wir ja nächstes Jahr wieder in irgendeiner Form hier. Also höher geht's ja nicht mehr wirklich, aber vielleicht bleibt's ja eine Bundesliga-Mannschaft. Wir wünschen viel Erfolg bei den Planungen, die ja demnächst auch mal losgehen. Aber heute erstmal, ja, die weiche Schale mal, nicht die harte. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und damit wieder zu dir, Flo. Ja, gerne. Und ich nehme es gerne noch auf. Ne? Diese nächste Saison bringt dann das 137. Erstligaspiel, nachdem gestern das 888. Zweitligaspiel absolviert wurde. Der damals jüngste Spieler der zweiten Liga seit 2015 im Verein. Vielen Dank, Philipp Sonn, fürs Erste. Ja, Philipp Sonn ist der Erste, der hier verabschiedet wird. Ich habe die 6 Namen schon erwähnt. Mittelfeldmann Steve Kroll, Yassin Benbala, Keenan Bennett, Markus Warming und Patrick Pfeiffer. Das sind die weiteren, die jetzt hier auf der Bühne verabschiedet werden. Ist unsere Nummer 28, der La Vie Française ein bisschen nach Darmstadt hier gebracht hat, Yassin Benbala. Ganz großen Applaus, Yassin Benbala. Vielen Dank für deinen Einsatz. Bis dahin bei den Lilien. Ja, das ist immer so ein trauriger Moment dann auch, mitten in dieser Feierlaune. Der Vertrag wird nicht verlängert oder man hat sich für einen anderen eigenen Weg entschieden, ist ja klar. Aber es ist auch logisch, dass dieser Kader Verstärkung braucht. Es wird durchaus auch ein anderer Fußball absolviert, wenn man gleich mal sagen muss, das, was früher galt in der zweiten Liga, dass da wirklich nur der harte Fußball gespielt wird, das ist ja schon seit langem nicht mehr so. Es gibt so viele hervorragend spielende Clubs wie Heidenheim, die aufgestiegen sind, aber auch wie ein erster FC Magdeburg, die wirklich Fußballkultur in diese Liga gebracht haben und so weiter und so fort. Ich bin glücklich. Dankeschön, Markus. Danke. Ja, Markus Warming, der Däne. Er ist glücklich, hat er noch zum Abschied gesagt. Das ist Keenan. Ja, Keenan Bennett ist der Nächste. Dankeschön für deinen Einsatz. Auch genau 16 Pflichtspiele. Ja, aber es wird in ihrer sportlichen Vita drinstehen. Aufstieg mit Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga. Ja, anscheinend schon. Nein, ich wollte mich auf jeden Fall bei dieser geilen Mannschaft bedanken. Es war eine sehr schöne Zeit und auf jeden Fall zu den Fans. Es hat so viel Spaß gebracht, wirklich in eine schwierige Zeit und vor euch zu spielen war wirklich geil. Also vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke, Keenan. Ja, der Applaus ist Keenan natürlich. Sicher. Mit unserer Nummer 21 auch ihm. Vielen Dank, Steve Kroll. Steve Kroll. Ja. Aus der Riege der Torhüter. Torhüter Nummer 3. Eine Position, wo man es natürlich immer nicht leicht hat. Immer die Leistung hochhalten müssen für den Moment, wo man dann zum Einsatz kommt. Und es ist Wahnsinn, dass auch unser Torhüter-Team hier alles klar hat. Ja, zu Recht wird das Torhüter-Team nochmal erwähnt, dass ich hier auch schon namentlich genannt habe, angeführt von Dimo Wache.
Torwartlegende natürlich als Spieler beim FSV Mainz 05. Ja, auch von mir ein Riesendankeschön. Ich glaube, jeder hier, auch die hinter mir stehen, wissen, wie in so einem Fall scheiße die Torhüter-Situation ist. Trotzdem haben wir uns immer gegenseitig gepusht. Auch die anderen Jungs haben mich super unterstützt. Also von daher auch an mein Torwartteam speziell Dankeschön. Kein Spiel gemacht, aber zwei Jahre dabei gewesen. Zuvor kam er aus Unterhaching, spielte mal in Lotte und er kommt eigentlich gebürtig aus Berlin und spielte da auch im Trikot des ersten FC Union, wenn auch damals 2014-15 nur bei der zweiten Mannschaft. Das ist Patrick Pfeiffer. Natürlich ein großer Verlust. Sein Abgang zum FC Augsburg, der ja feststehen soll. Ganz wichtiger Mann hinten in der Defensive, aber natürlich auch ein guter Abnehmer bei Standards, Kopfball, gefährlicher Mann. 4 Tore in dieser Saison. Ich meine, die Darmstädter waren ja jetzt nur nicht gerade die Torfabrik, aber sie waren die großen Torverhinderer. Und wenn dann so ein Defensivmann noch viermal trifft, dann zeigt das, welche Bedeutung er hatte für das Spiel des SV Darmstadt 98. Sommer 2019 ist Patrick bei uns gekommen als wirklich junger Spieler und hat sich hier nach und nach hochgekämpft und zu einem Stammspieler absolut leistungsträger. Kann man nur beipflichten und vielen dafür Dank. Ist ein solcher Verein eben auch da, um Spieler weiterzuentwickeln. Dabei beim HSV, Magdeburg, Düsseldorf und so wie ich das hier wahrgenommen habe, absoluter Pfundskerl, ganz feiner Typ, Dankeschön. Aber der Abschied gestern war natürlich nicht ideal mit der roten Karte und dem Tritt gegen Ragnar Ache im Spiel bei Greuther Fürth. So, kommt nochmal alle bitte für ein Foto nach vorne. Kiemen, Steve, alle nochmal nach vorne kurz nochmal für ein Foto. Lasst euch hier nochmal feiern, nochmal ein herzliches Dankeschön für euch. Ja, und dann können wir auch gleich nochmal ankündigen, dass sich gleich die Mannschaft hier nochmal bereit macht für Malat in the Tet zusammen mit euch Gast zu geben. Ja, jetzt werden die Fotos nochmal natürlich noch vor feiern, dieser super Kulisse hier am Karolinenplatz geschossen, die 6 Spieler, also die sich verabschieden. Wie gesagt, eigentlich läuft auch der Vertrag von Matthias Honsack aus, dem Österreicher, aber das ist wohl noch nicht definitiv entschieden, wie das mit ihm weitergeht. Ja, und dann verbietet sich natürlich auch, ihn hier und heute vor den Fans zu verabschieden. Was natürlich auch logisch ist, war eh klar, unabhängig vom Aufstieg, die Darmstadt natürlich auch zum Saisonstart im DFB-Pokal mit dabei, wie die Eintracht. Dazu der SVW Wiesbaden, denen reicht diese Platzierung ja auf jeden Fall auch, um die erste Runde des DFB-Pokals zu spielen. Genauso wie der Sieger aus FSV Frankfurt gegen TSV Steinbach-Haiger, wenn wir ihn am nächsten Samstag ja im Livestream komplett übertragen oder auch in der ARD am Finaltag der Amateure das Spiel ausgetragen am Bornheimer Hang. Heimspiel also für den FSV Frankfurt. Definitiv also 4 hessische Teams im nächsten Jahr im DFB-Pokal dabei. Ja, und dann gehe ich doch noch mal runter zu den Fans und vor allem zu Nico. Ja, wir haben Petra hier bei uns. Petra, seit wann bist du heute hier? Mit Malat in the Tet. Seit kurz nach 2. Und ihr wisst ja, dass die Songs, was wird heute noch passieren? Diese tollen Lilien-Songs. Party. Die sie aufgenommen haben. Was war das für eine Saison? Hast du ein Highlight oder gab es nur Highlights? Die allerbeste Saison auf dieser Welt. Genau. Das zusammen sehen, da ist schon. Ja, beste Saison dieser Welt, das unterschreiben wir, oder? Der Schluss, also sagen wir mal, der Schluss nicht unbedingt Greuther Fürth, aber davor das Finale war natürlich die Krönung. Das ist doch logisch, ja, wenn so die Tore aufgeben und wenn die Fans feiern gemeinsam mit der Mannschaft, wenn sich das alles bahnbricht. Nochmal, das war ja keine Mannschaft, die unbedingt als haushoher Favorit auf den Aufstieg reingegangen ist. Das war traditionell immer wieder der HSV, der es ja noch schaffen kann über die Relegation. Aber man muss ja auch mal einordnen, wie die wirtschaftlichen Mittel, die sind in Darmstadt schon gut. Ja? Also sind nicht so, dass man jetzt sagt, die spielen gegen den Abstieg. Aber da gibt es andere Vereine wie Hannover beispielsweise. Bei denen muss die Enttäuschung nach einer solchen Saison riesengroß sein, wenn sie sehen, mit welchen Mitteln Darmstadt, mit welcher Mannschaft Darmstadt, mit welcher Konstellation, nämlich einer harmonischen Mannschaft, angeführt von einem erfolgreichen Trainer, operieren kann. Wie es dann eben auch geht.
Der Trainer ist da, bei Markus. Ab die Post. Ja, und nicht nur bei mir, sondern Toni Seiler ist auch noch dazu gekommen. Den Moment möchte er sich nicht entgehen lassen. Und ich mach's jetzt mal ganz unprätentiös. Du darfst die erste Frage stellen. Ich möchte erstmal gratulieren. Also was ihr dieses Jahr abgerissen habt, Wahnsinn. Mein größter Respekt nach so einer Saison letztes Jahr, diese Mentalität, diese Kraft da aufzubringen und dieses Jahr das Meisterstück oder den Aufstieg zu vollenden. Wie waren die ersten Sekunden für dich? Ich schätze dich als Feierbeast ein, habe ich auch gelesen irgendwo. Bist du denn richtig durchgedreht? Tatsächlich war es so, wir waren erstmal alle erleichtert, dass wir gegen Magdeburg das Ding gezogen hatten. Und ich hatte dann für mich diesen einen Moment gebraucht. Ich habe gemerkt, ich werde auch älter. Der letzte Aufstieg mit Braunschweig war 10 Jahre her. Und habe dann einfach mal den Moment für mich genossen. Habe dann hier, weil er hier sitzt, Timo, komm doch mal rein in die Kamera. Halt doch mal dein Gesicht in die Kamera. Guck mal. Ja, der hat da vorstellen. Hab mit ihm dann mal kurz zusammengesessen in der Kabine. Und dann sind uns tatsächlich ein paar Tränen gekommen. Aber du hast es gerade angesprochen, Toni. Es gab eine Mannschaft, die uns auch dazu getrieben hat. Das war deine Truppe damals mit Diego, mit Sascha Franz. Ihr habt es vorgemacht, dass es möglich ist, mit Teamgeist, mit dem Kollektiv, mit der Spielidee was zu erreichen. Das hat uns auch immer angetrieben. Deswegen seid ihr auch Väter dieses Erfolges, den wir jetzt hatten. Weil wir uns immer daran gemessen haben, einfach auch mal, so wie du und so wie meine Spieler, den könnte ich jetzt am meisten, einfach mal als Legende an der Wand verewigt zu werden. Also von daher ist es auch euer Beitrag, aber die Jungs haben wirklich Unglaubliches geleistet. Danke dir. Dankeschön. So, und jetzt haben wir eine Konstellation, die muss ich mal nutzen, denn Timo macht... Das passiert so selten, dass er vor die Kamera tritt. Ja, das ist eine fancy Geschichte. Fancy Geschichte ist es jetzt, was wir gerade schreiben. Ja, und das mit ihm einmal vor der Kamera zu stehen, das ist... Ich weiß nicht, da gab es... Schwarz-Weiß-Fernsehen gab es da. Ja. Timo Wache, er hat mir nicht sagen wollen, was er für eine Riesenmacke hat. Er hat gesagt, wir sollen Timo Wache fragen, was seine größte Macke ist. Hat irgendwas mit spieltagsorientierten Handlungsweisen zu tun? Also es gibt ja viele Fußballer und Trainer, die sehr abergläubisch sind. Und ich habe schon viele Spieler und Trainer kennengelernt. Aber so durcheinander kann man eigentlich gar nicht sein. Das geht gar nicht. Also, dieser Aberglaube ist, glaube ich, seine größte Macke. Also im Duden ist hinter jedem Wort ein Bild mittlerweile von Thorsten Lieberknecht. Was ist denn das Schlimmste? Was macht er denn dann? Naja, der fragt mich vor dem Spiel, welche Schuhe soll ich anziehen. Damit haben wir gewonnen und damit verloren. Dann habe ich ihm irgendwann ein paar, die er heute anhat, habe ich ihm gekauft. Die hat er jetzt auch an gegen den Führen. Die fliegen leicht da rein. Bin ich sicher. Ehrlich? Ich denke, die haben Glück gebracht. Als erste Mal hatte ich die angezogen gegen die Eintracht im Pokalspiel. Das Spiel war okay, aber wir haben halt verloren. Da habe ich gesagt, okay, die werden eingemottet. Und gestern war ich so, ja, komm, beim letzten Spiel kannst du nochmal rausholen, haben die mir die gezeigt. Ich sage, ja, jetzt ist es soweit. Ja, war super, 4-0, hat mir viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, die sind einigermaßen okay für den täglichen Gebrauch. Okay, also sie sollen kein Glück mehr bringen, sondern werden jetzt in das normale Repertoire übergehen. Sie müssen jetzt hier überstehen heute. Das ist alles entscheidend, müssen das überstehen hier. Was passiert denn heute noch, wo sie was überstehen müssten, die Schuhe? Ja, keine Ahnung, also ich werde mich nachher dann mal auch so ein bisschen für unsere Abschlussfeier, die wir haben, dann auch mal ein bisschen frisch machen, dann ganz viel duschen. Und dann gehört sie, dass man vielleicht auch mal das eine oder andere schönere Paar Schuhe anzieht, wenn so ein Anlass da ist. Aber sie werden mit Sicherheit einen Platz in... Ja, bei mir zu Hause finden. Ja, dann wünschen wir, dass die heute Abend noch einigermaßen weiß aussehen. Timo, danke für die Aufklärung. Das hat uns viel geholfen, diesen Menschen noch etwas besser zu verstehen. Danke dafür. Ja, und ich glaube, es eskaliert jetzt auf dieser Bühne wieder weiter. Malat in der Tent spielen jetzt mit der Truppe zusammen. Also, ich glaube, es gibt viel zu kommentieren. Was? Der Timo, das ist der einzigste Normale bei uns in der Truppe. Das ist wirklich der einzigste normale Mensch. Würdest du das so unterschreiben? Ja, aber ganz sicher sogar. Kann ich nur unterschreiben. Kannst du das bestätigen, Toni? Nicht ganz. Also, wir machen hier noch ein Meinungsbild und werden das dann berichten, Floro, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Hat unheimlich Spaß gemacht, auch den Menschen beim Feiern
total ausgelassen. Dimo Wache, was für ein toller Fußballtorwart war das auch. Mit 374 Einsätzen für Mainz 05 und jetzt schon so lange verantwortlicher Mann als Torwarttrainer. Und natürlich auch eine unglaubliche menschliche Geschichte, die er dahinter steckt, hinter diesem Namen Dimo Wache. Und natürlich auch Thorsten Lieberknecht, der es ja gar nicht so weit hat in die Heimat. Er kommt aus Bad Dürkheim gebürtig in der Pfalz. So, das war's jetzt erstmal. Wir melden uns nachher nochmal mit ein bisschen Zusammenfassung bei der Umbaupause im Biebricher Schlosspark. Aber wir haben es Ihnen ja gesagt, wir bleiben auf allen Hochzeiten gleichmäßig verteilt. Und bei der Entscheidung sind wir dabei. Und deshalb meldet sich jetzt gleich die Stimme des Reitsports. Ich freue mich jetzt schon, wenn er ansetzt und wenn er die Reiterinnen und Reiter und die Pferde geleitet. Jetzt macht Carsten Soestmeier weiter. Natürlich im Stream, im Livestream drauf hier bei den letzten Minuten dieser Feierlichkeiten hier auf dem Karolinenplatz mit der Mannschaft. Es gab Bierduschen ohne Ende. Brain Manu hat, glaube ich, das meiste abbekommen von Patrick Pfeiffer. Ich mache eine kurze Pause, wir müssen mal schnell schalten zur Tagesschau. L-1 noch, das ist sehr laut. Ich höre dich, Jochen. Jochen hört mich nicht. Ich kann euch hören. Könnt ihr mich auch hören? Hier ist der Markus. Noch
noch mal. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen, das ist unfassbar. Und wie lange? 3 Minuten. Also soll ich mir Gesprächsgast holen? Ich habe mich ja nicht alleine. Ich höre euch leider jetzt wieder nur sehr schlecht. In Hamburg könnt ihr noch näher ans Mikrofon, damit das hier lauter gehen wird. Ja, ich kann euch hören. Das war wirklich gestern völlig egal, wie dieses Spiel ausgeht. Klar, man hätte gerne laut Präsident Rüdiger Fritsch endlich mal eine Schale in die Vitrine stellen wollen. Aber es hat halt nicht geklappt. Und der Trainer hat dann auch gesagt, ja, das wäre die Kirsche auf der Torte gewesen. Aber wir nehmen die Torte trotzdem. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann über die Kameras, was hier los ist auf dem Karolinenplatz in Darmstadt. Das muss man wirklich erlebt haben. Man kann es kaum beschreiben. Fast 20.000 Menschen sind in die Innenstadt gekommen, um mit der Mannschaft gemeinsam zu feiern. Und ich glaube, man sieht es, die ist wirklich ausgelassen, die Mannschaft am Feiern. Es wird hier ständig wieder gesungen, es wird ständig wieder skandiert. Einzelne Spieler werden hier nach vorne geholt und dürfen dann ihre Worte an die Fans richten. Das zeigt übrigens auch, wie fantastisch diese Mannschaft auch mit der Stadt verbunden ist. Alle haben immer irgendwie auch die Fans im Blick gehabt und sie lobend erwähnt, weil ohne die Fans das Ganze eben nicht geklappt hätte. Ich versuche mir jetzt mal einen dieser Spieler hier zu schnappen. Nehmen wir mal den Stürmer Philipp Tietz, der hier das entscheidende Tor gegen Magdeburg damals geschossen hat am Freitag vor einer Woche. Philipp, ihr habt schon gefeiert auf Mallorca, aber ich glaube, das hier ist auch nochmal eine Explosion, oder? Ja, also es ist unbeschreiblich. Also ich bin extrem dankbar dafür.
dass ich so einen Tag erleben darf, weil ich würde am liebsten jeden mit ins Boot holen und wissen lassen, was man hier jetzt gerade fühlt. Aber das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, wenn die Kamera noch da gerichtet ist, dann weiß man, was hier abgeht. Und wir haben nicht gerade umsonst drei Lieder hintereinander gesungen, weil das so geil ist. Und ich kann nur jeden einzelnen Lilienangehörigen sagen, Dankeschön, dass ihr da seid und ihr seid die Geilsten. Ja, und diese Mannschaft gibt das ja aber auch zurück, ne? Also das ist ja heute natürlich nochmal deutlicher zu spüren, aber auch in der Kabine war dieser Zusammenhalt, den wir heute sehen, ja, glaube ich, der entscheidende Faktor auch, oder? Ja, also der entscheidende Faktor, wie du auch schon gesagt hast, ist halt der Zusammenhalt bei uns. Ich glaube, das sieht man hier extrem gerade auf der Bühne. Mir tut es extrem weh, dass wir heute Spieler verabschieden mussten, aber Wege trennen sich nun mal. Und ich wünsche den Jungs, die heute gegangen sind, für die nächste Saison alles Gute. Aber ich glaube, wenn man sich das anschaut... Philipp, ich lass dich wieder mittanzen. Ja, du sollst dich verpassen. Also, es wird immer wieder dieses Lied gespielt. Allez, les bleus, beziehungsweise come on, your boys in blue. Und das wird auch noch den Rest des Tages so weitergehen. Die Mannschaft verabschiedet sich nachher nochmal in einen etwas kleineren Rahmen hier in eine angesagte Gastronomie in Darmstadt. Heute Mittag um 14:30 gab es schon den Eintrag ins Goldene Buch. Also hier haben sich tatsächlich alle verewigt, auch die, die gehen werden. Sie wurden hier eben nochmal verabschiedet auf der Bühne. Ja, und ich glaube, auch die Fans werden hier noch lange aushalten. Es ist sehr, sehr warm. Ich glaube, man sieht es auch bei mir. Mir läuft auch der Schweiß. Denn ja, 26 Grad hier. Aber die Fans sind teilweise schon seit 10 Uhr hier und haben auf diesen Moment gewartet und wollten unbedingt dabei sein, wenn diese Mannschaft hier auf die Bühne kommt. Und vielleicht lassen wir das jetzt einfach noch mal so ein bisschen wirken. Ich glaube, da sagen hier die Bilder ein bisschen mehr als meine Worte. Nochmal. Das geht viel lauter. Komm on, Thorsten. Ja, und mit diesen Eindrücken dann gerne zurück zu euch nach Hamburg. So, wir sind noch mal. Ich will jeden Einzelnen jetzt hören. Die Seele aus der Hand. So, also wir sind wieder live drauf im Stream. Es ist in den letzten Minuten echt noch mal richtig eskaliert. Jeder ist noch mal ins Mikro gegangen. Da werden die letzten Kräfte mobilisiert. Ja, Philipp Tietz und Marcel Schuhn. Und Tietz übergibt das der erfolgreichste Torschütze dieser Saison, der 12 Treffer gemacht hat in der Liga und dazu noch 2 im Pokal. Darauf freut sie sich, auf die Bundesliga-Saison 2023-2024. Am 19. August geht's für sie los. Nochmal ganz leise und dann gleich nochmal ganz, ganz laut. Vorstellen, wie der auf Mallorca abgegangen ist. Der Trainer übernimmt. Alles noch mal runter, alles noch mal leise. Oh, noch leise, noch leise.
Oh, oh, oh. So langsam kommt schon Fahrt, Leute. Oh, oh, oh. La, la, la. Bundesliga, jetzt werden wir lauter. Schalala. Großes Finale hier auf dem Karolinenplatz. Denn so langsam, glaube ich, wird dann hier auch Kaugummi, Lieberknecht Taumi, das war auch eine super Nummer. Wie der den weggefeuert hat im vorletzten Spiel, gestern übrigens auch nochmal in Fürth, aber da war es ja mehr oder weniger egal. Aber da hat er sich auch an zwei, drei Stellen mal geärgert über Schiedsrichterentscheidung, völlig wurscht gewesen. Ja, denn das Ganze wird dann sich ein bisschen dem Ende zuneigen. Ja, man trinkt körperbetont. Luki, einen hast du noch. Einen haben wir noch. Einen hat die Mannschaft noch. Ja, Nuki, das ist der Sänger von Malatitet. Der wird jetzt nochmal nach vorne gerufen. Und Marvin Melem kommt dazu. Marvin fährt den Bus, fährt den Bus. Marvin fährt den Bus. La, 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 la. Marvin fährt den Bus, fährt den Bus. Marvin fährt den Bus. La, 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 la. Marvin fährt den Bus, fährt den Bus. Marvin fährt den Bus. Wie gut, dass die Darmstädter ein bisschen länger Pause haben, denn die zweite Liga beginnt ja drei Wochen vor der ersten. Also kann man sich ganz gut erholen in den nächsten Tagen. Ich glaube, unsere Tag. Familien sind da drüben, habe ich gehört. Antrag wäre krass, aber ich mach's nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich frag mich nicht noch. Keine Chance. Hört auf damit, dass der ganze Typ in dieser Mannschaft aufgeht! Also entweder Marvin. Marvin, machst du es oder willst du nochmal? Ich hab's. Ich weiß, dass die Familienangehörigen in der Lounge sind. Die Familienangehörigen von Schuh, von Fabi, von Jazzy, von Dieter, von allen. Wir lieben euch so unglaublich sehr und wir haben es geschafft. Und heute ist der so, ich glaube, es geht so langsam die Wende entgegen, auch wenn ich hier aus meiner jetzt Kabine mich umschaue. Die Ersten verlassen so ganz langsam den Karolinenplatz. War ein großes Fest, das Ende einer großen Saison.
die zum vierten Mal den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gebracht hat. So, Duki, einen noch. 78, einen haben wir noch. 81. Einen mal. Also mal ganz kurz. Und dann 2015, diese Erfolgsgeschichte haben sie verfolgt. Applaus für Dimo Wache. Ja, gibt noch mal einen Sonderapplaus für Dimo Wache, der diesen Verein als Torwarttrainer schon so lange begleitet. Und es ist doch logisch, welche Torhüterposition ist nicht wichtig im Profifußball. Aber sie braucht eben auch Betreuung und Anleitung und Bessermacher. Und Dimo Wache ist längst ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und dieses Vereins geworden. Und deshalb wird er ganz zu Recht auch noch mal nach vorne eskortiert. Der Mann, der aus Brake kommt, aber zu einer Torwart-Legende beim FSV Mainz 05 geworden ist. Und Timo ist auch einer, der redet gar nicht eigentlich. Aber ich will genau an den heutigen Tag, der ganz besonders ist, will ich, dass Timo Wache was erzählt. Bitte, Timo, deine Bühne. Ja, die Rede nehmen wir noch mit von Dimo Wache. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich kann euch nur eins sagen. Ich habe jetzt beide Aufstiege mitgemacht. Zwei Liga. Also eins steht fest, ich, sage ich euch, bin der einzig normale Mensch dieser ganzen Reisegruppe. Das kann ich euch sagen. Der einzig normale Mensch. Nein, Dimo Wache ist ein ganz besonderer Mensch. Er ist übrigens Diabetiker, stellt sich aber ja, als Ansprechpartner zur Verfügung, um Kindern Ängste zu nehmen. Ein Mann übrigens, der viele Operationen hinter sich gebracht hat. 36 an der Zahl in seiner Karriere. Weil ihr es genauso verdient habt. Ihr habt uns unterstützt, ob es gut lief, schlecht lief. Vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank an diese Mannschaft. Nochmal ein Song mit Malatte de Tête. Die Mannschaft war mit dieser Band im Studio. Sie haben gemeinsam Musik gemacht, viel gesungen und vor allem sehr viel Spaß gehabt. Das haben wir erlebt, von dem letzten Sportplatz zum Derby-Sieg geschwärmt. Philipp gibt Takt. Oh. Derby-Sieger Main, es war im Dezember, es war bitterkalt.
und du schlugst die Eintracht im Stadion am Wald. Und jetzt alle noch einmal. Das letzte Mal. Schlagzeug Philipp. Danke. Unfassbar, Leute. Was für eine Leistung. Müssen wir jetzt gehen wegen dem Zeitplan? Ja, so langsam, glaube ich. Aber eins haben wir vergessen. Bundesliga. Ja. Was der eine Energie hat, ja gut, können wir sagen, hat er gestern ausgesetzt. Vielleicht liegt es daran. Nein, der hat eine unfassbare Energie. Leider, leider ist der Begriff des Firebeasts für immer vergeben. Große Fete. Große, völlig ausgelassene Stressfeier. Es gibt noch mehr Fußball in dieser Saison. Sie ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe es ja erwähnt. Es gibt das Hessen-Pokalfinale noch mit diesem so wichtigen Einzug in den DFB-Pokal in die erste Runde. Und natürlich, das wollen wir nicht vergessen, nächsten Samstag auch das große DFB-Pokalfinale der Eintracht in Berlin gegen RB Leipzig mit der Chance, sich dann auch mit dem Titel für die Europa League zu qualifizieren. Und damit wäre natürlich dann feuerfrei quasi für den nächsten großen Empfang in Frankfurt, den wir Ihnen dann auch hier bei uns im HR-Fernsehen übertragen würden, wenn es dazu kommt, nämlich den Empfang des deutschen Pokalsiegers Eintracht Frankfurt, wenn sie gewinnen, in Berlin gegen Leipzig. Nee, Jungs, wir wünschen euch eine tolle Runde Pause. Erholt euch gut, feiert aber erstmal noch schön. So, Mannschaft wird verabschiedet für alle, die nachher im Fernsehen noch ein paar Bilder sehen wollen. Ja, ich glaube, so gegen 18 Uhr werden wir noch mal kurz hier mit einer Zusammenfassung aufwarten, um dann auch die Umbaupause zu ermöglichen. Im Biebricher Schlosspark, der wird ja geritten. Weiterhin bei diesem traumhaften Wetter, das es natürlich nicht nur hier in Darmstadt gibt, sondern auch in unserer Landeshauptstadt in Wiesbaden.
Schalala. So, und jetzt ein Bläsergruß vom Staatstheater Darmstadt zum Aufstieg in die erste Bundesliga, unser Dalidin. Hier auf dem Karolinenplatz, dort wo eben noch die Spieler tobten. Das war mal ein echtes Kontrastprogramm. Für Sie noch der Hinweis, wenn Sie die ganze Geschichte der Lilien und ihrem Aufstieg dann noch mal nachvollziehen wollen, ab Anfang Juni werden wir das dann bei uns in der Mediathek noch mal aufgearbeitet haben. Und dazu werden dann sicherlich auch diese Bilder dazugehören. Zieht den Ball die Lederhosen aus? Ja, kann man sich ja mal wünschen. Gab schon natürlich reichlich Auseinandersetzungen und es gab auch mal ein legendäres Tor übrigens in einem Spiel der Bayern gegen Darmstadt in München damals. Uwe Hahn war es, da bin ich mir ziemlich sicher, der sogar das Tor des Monats damals in einem Nebelspiel erzielte für die Lilien. Als wäre es nur für die Lilien komponiert worden. Thank you.
So, das war's von uns. Ich hab's gesagt, ja, die ersten Fans setzen sich in Bewegung. Manche bleiben ja auch noch ein bisschen. Wir werden gleich nochmal dann im HR-Fernsehen uns hier hinschalten. Aber die Mannschaft wird jetzt mit großem Applaus hier auf der Tribüne und auf der Bühne verabschiedet. Wir lassen sie nicht gehen, ohne. Oh, 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 Zeit hier oben auf der Bühne zur Party überzugehen. Wer von der Mannschaft bleiben kann, kann auch bleiben. Die anderen können sich als Schlüssel hinter der Bühne erholen. Hier ist wirklich alles schon mittlerweile pitschpatsch nass, aber es ist wunderschön und auch vor allem der Anblick von hier oben. Genau. Und wir lassen den Abend noch zusammen ausklinken. Klinken vor allem. Ausklingen mit ein bisschen Partymusik. Tobi Radloff kommt zurück mit gut, also Mannschaft geht so langsam von der Bühne. Es wird noch ein bisschen getanzt. Die Mannschaft wird gemeinsam noch ein bisschen weiter feiern. Diesen grandiosen Erfolg, diesen vierten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Nächstes Jahr gehören sie zu den 18 besten Mannschaften. Und wir in Hessen freuen uns auf zwei Teams im Oberhaus, neben der Eintracht eben auch den SV Darmstadt 98. Das war's von uns, das war's auch von mir. Wie gesagt, nachher nochmal eine kurze Schalte dann im HR-Fernsehen rein mit den Höhepunkten dieser heutigen so ausgelassenen Veranstaltung der Aufstiegsfeier des SV Darmstadt 98. Besten Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse und ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir hier. Schöne Grüße aus Darmstadt, Ihr Florian Nass.